Fünf Faktoren des Erfolges. Wenn du erfolgreich sein möchtest und werden willst als IT-Dienstleister, IT-Unternehmer, SaaS, Softwareentwickler, Experte oder Berater, dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video werde ich mal knallhart die Wahrheit raushauen, was die fünf Faktoren des Erfolges betrifft. Wenn du skalieren möchtest, bedeutet, du bist jetzt auf einem Stand von unter 100.000 Euro Umsatz im Jahr, du möchtest über 100.000, 200, eine Viertelmillion. Du bist schwankst ständig zwischen knapp 200 und 300k, gibt es sehr viele, du möchtest auf eine halbe Million, auf eine Million. Ja, du bist bei einer halben Million, gibt es auch sehr viele, die mich immer wieder anfragen, du möchtest auf eine Million skalieren im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr nochmal verdoppeln auf 2 oder 2,5 oder 1,5 oder 3 Millionen, ja, irgendwas in dem Zeitraum, irgendwas in dem Raum, ja, irgendwas in dieser Bandbreite an Umsatz skalieren, ja, wir reden jetzt erstmal nur vom Umsatz, ansonsten wird das Ganze zu viel zu komplex, dann bist du hier genau richtig, denn mit dem Umsatz beginnt alles. Gleich mal vorweg, Marketing und Vertrieb sind die zwei wichtigsten Faktoren bei dir in jedem Unternehmen, wenn du unter 2-3 Millionen Euro Umsatz im Jahr machst, als IT-Dienstleister, Experte, Agentur, you name it, ja, Freelancer, was weiß ich, ja. Warum? Weil nur der Marketing- und Vertriebapparat, der für mich eine Einheit bildet, ja, also man kann das heutzutage nicht mehr trennen. Es gibt immer noch große Firmen, die trennen Marketingabteilungen sehr stark von Vertriebsabteilungen. Dann nochmal innerhalb von den Vertriebsabteilungen wird nochmal getrennt zwischen ja, Hunter und Farmer und so weiter und die kaum miteinander kommunizieren. Ist meiner Erfahrung nach, also meiner Expertise nach ein großer Fehler, aber so langsam kommunizieren immer mehr auch diese großen Abteilungen miteinander. Stichwort Kooperation. Aber heute in dem Video soll es darum gehen, wenn du noch ein kleiner Unternehmer bist, das heißt, du machst 100k, 300k, 500k, 1 Million, dann musst du alles, was du hast, auf den Vertrieb und das Marketing legen. Warum? Weil, und hier kommen wir zum ersten Erfolgsfaktor, ganz, ganz wichtig, Zielgruppenkompetenz. Was bedeutet Zielgruppenkompetenz? Zunächst einmal, Zielgruppenkompetenz ist vielleicht sogar der wichtigste Faktor überhaupt, wenn du jemals wirklich erfolgreich werden willst. Was bedeutet Zielgruppenkompetenz? Das bedeutet, dass du die Bedürfnisse, die Probleme, die Herausforderungen, die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe, deines potenziellen Neukunden, deiner Wunschkunden besser kennst als wie sie selbst. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du das kommunizierst, wenn du die Probleme besser aufbereiten kannst in Form von PDFs oder Downloads oder auch Videos wie hier auf YouTube oder sonst wo, als wie deine Kunden es selber formulieren können. Also sie wissen, sie haben den Pain, sie haben den anderen, vielleicht nochmal einen anderen Pain, aber irgendwie verstehen sie die Zusammenhänge nicht ganz, sie sind sich vielleicht der Pains bewusst, aber sind sich nicht richtig bewusst, wie sie die lösen können oder sie haben vielleicht auch schon Vorstellungen, wie sie sie lösen können, aber haben vielleicht noch nicht das Vertrauen in sich selbst oder in ihre, sag mal, in ihre Kompetenzen, diese zu lösen. Ja? Das heißt, du brauchst absolut diese Kernkompetenz und das ist das Zielgruppenverständnis und zwar zu einem Degree, zu einem Level, zu einem Niveau, zu einem Niveau, das keinesgleichen kennt. Dann wird jedes Verkaufsgespräch weich gehen wie Butter, glaub's mir. Wenn ich heute mit jemandem spreche, ich habe einen wirklich großen Schmerz. Und wenn ich heute mit jemandem spreche und der kennt meine Probleme besser als ich selber, dann weiß ich, der kann sie auch lösen. Das ist einfach bei uns eine psychologische, absolut logische und psychologische Schlussfolgerung. Und das ist das Allerwichtigste. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegst du diese Zielgruppenkompetenz zusammen? Wie wirst du denn so gut? Wie wirst du denn besser als deine Zielgruppe selbst im Verständnis der Painpoints deiner Zielgruppe? Wie funktioniert das? Wie kann das überhaupt möglich sein? Indem du deine Zielgruppe befragst, mit denen sprichst, mit denen kommunizierst auf allen Kanälen, am besten am Telefon oder per Videocall. Das ist immer die beste Möglichkeit, aber natürlich auch per E-Mail, per Chat, per was weiß ich.
Und das nicht nur 10-mal, nicht nur 20-mal, nicht nur 100-mal, sondern tausende Male. Und desto mehr, desto besser wirst du natürlich. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, okay, du hast natürlich die Zeit nicht. Du hast natürlich die Zeit nicht, weil du als IT-Dienstleister bis zu einer Grenze von 1, 2, 3 Millionen, ja, oder auch 500.000, wenn du noch, sagen wir mal, noch ganz weit unten stehst, Umsatz im Jahr, nur eine einzige Aufgabe hast. Und das ist hundertprozentiger Fokus auf deine Kernkompetenz. Warum? Weil deine Kernkompetenz den Cashflow bringt. Dann als nächstes wir Marketing und Sales. Und jetzt kommt die Krux. Du kannst bis zu einer Umsatzhöhe von 1 Million und aufwärts oder 2, 3 und mehr nicht wirklich es dir leisten, intern ein Team aufzubauen. Warum? Das Thema Recruiting, und ich hatte heute wieder so ein Vorstellungsgespräch mitbekommen bei uns im Haus, ja, da hat die Bewerberin sich beworben auf eine Teilzeitstelle bei uns und die wusste im First Interview, also im ersten Zoom-Call oder beziehungsweise im Telefongespräch, wir haben das so dreistufig, nicht einmal mehr, auf welcher Stelle sie sich beworben hat, beziehungsweise in welchem Interview sie jetzt gerade sich befindet. Geschweige denn wusste sie, was wir genau machen, in welcher Nische oder Branche wir tätig sind und jetzt sind sie sich null vorbereitet. Die wussten nicht mal mehr den Titel des Jobs, auf das sie sich beworben hat, in dessen Interview sie sich gerade befindet. Das heißt, dieses ganze Interview hat insgesamt 30 Sekunden gedauert und war sofort vorbei. Ja? Dann mal als Beispiel, wie schwierig und welche Energie da reinfließt, intern dir ein Team aufzubauen. Das erste Team, das du brauchst, ist Marketing und Sales. Und das kann man nicht voneinander trennen. Du brauchst beides. Okay? Desto besser der Vertrieb, desto besser der Marketing und vice versa. Weil die eine von der anderen lernen. Ja? Also nur in Koordination und Kombination. Deswegen funktioniert es auch nicht, wenn du noch ein kleines Unternehmen bist, also weniger wie 1 Million, 2, 3 Millionen im Jahr machst, als IT-Dienstleister. Und für jede Disziplin irgendwie einen anderen externen Berater oder sowas zur Rande ziehst, ja, und das nicht alles aus einer Hand machst, dann hast du zum Beispiel wieder das Problem, dass du die alle koordinieren musst, dafür hast du auch wieder keine Zeit. Das heißt, was du brauchst denjenigen, wie ich vorhin gerade gesagt habe, der diese 10.000 Gespräche schon gemacht hat, der deine Zielgruppe besser kennt wie du und besser kennt wie die Zielgruppe sich selbst. Und das geht nur mit externen Vertriebs- und Marketing-Experten, die sich explizit und nicht betone, auf deine Zielgruppe spezialisiert haben. Das heißt, wenn deine Zielgruppe SAP, Unternehmen sind, die SAP im Einsatz haben, such deinen externen Vertriebs- und Marketing-Experten, der explizit mit SAP hier 10.000 Gespräche geführt hat und nichts anderes. Dann such dir zum Beispiel, wenn du Java machst oder PHP oder so irgendwas anderes, dann genau dafür auch wieder. Ja? Also wir machen mittlerweile nur noch 4, 5 verschiedene Themen und was anderes machen wir gar nicht mehr. Ich hatte letztens wieder eine Anfrage von IT-Security-Experten. Okay, ich kann dem irgendwie generelles Coaching bieten, ja, für ein paar Euro und so weiter. Aber richtig mit dem sein Business in die Sterne bringen, ja, also richtig rocken, das machen wir nicht, weil IT-Security habe ich für mich erstmal abgehakt. Ja, machen wir nicht. Also, ganz, ganz wichtig, der nächste Punkt, Over-Delivery. Die Engländer sagen immer so schön, under promise and over deliver. Das bedeutet im Klartext, du musst fähig sein, dein Werteversprechen zuerst mal einzulösen. Das heißt, ein Kunde kommt zu dir, der kennt ein Problem, weiß dein Portfolio, das hat also alles schon funktioniert, bucht dich, um sein Problem zu lösen. Und jetzt während des Prozesses, wo du dann sein Problem löst, also du lieferst ab und dann hast du nochmal einen Wow-Effekt, wo der Kunde sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, du overdeliverst. Warum? Weil du damit einen Kunden gewinnst, der automatisch dein Marketing-Funnel wird, dein Marketing-Arm, der wird dich automatisch weiterempfehlen und Weiterempfehlung eines Bestandskunden oder eines ehemaligen Kunden von dir, wo du mal ein Projekt gemacht hast, der kommt erstens mal wieder und zweitens empfiehlt er dich an andere weiter und es gibt kein stärkeres und gleichzeitig kein günstigeres Marketing als wie jemand, der dich weiterempfiehlt, also ein Kunde. Deswegen always under promise, over deliver. Dann Kundenmix, Pricing. Ich habe mich in letzter Zeit auch häufig reinziehen lassen in Themen,
wie zum Beispiel, ja, Dirk Kräuter sagt es nur so schön, verdoppel deine Preise. Und dann danach, verdoppel deine Preise nochmal, verdoppel deine Preise nochmal. Ich weiß Dirk Kräuter wirklich sehr zu schätzen, aber ich muss sagen, einfach nur Preise permanent zu verdoppeln, ist nicht die Lösung. Natürlich ist es jetzt pauschal dahingesagt. Aber ich kann eins sagen, wenn du nur noch Preise verdoppelst, hast du irgendwann nur noch mal irgendwie nur noch einen ganz kleinen Ausschnitt von Kunden, ja, die einfach bereit sind, diese Wahnsinnspreise zu bezahlen. Das ist also ungefähr so, als wie wenn zum Beispiel eine Freundin von mir verkauft in einem Top-Mode-Geschäft, sowas ähnliches wie Louis Vuitton oder Dior, Handtaschen zum Beispiel. Sie sagt, wir verkaufen hier einen Haufen Handtaschen zu Leuten, die sich leisten können, also Hochpreis. Wenn ich aber jetzt sagen würde, wir selektieren diese Kunden nicht nur nach dem, wie sie sich leisten können, sondern auch daneben, dann sozusagen wie nach Sympathie, nach Spaßfaktor und so weiter, dann wären das ganz viel weniger. Das heißt, als IT-Dienstleister hast du ja sehr viel Interaktion mit deinen Kunden. Das heißt, es ist ja nicht so, dass da jemand bei dir in den Laden reinkommt und einmal irgendwie was kauft, eine Handtasche oder sowas, und dann wieder geht. Ja, und das mit dem irgendwie ein Kontaktpoint von ein paar Minuten. Als Dienstleister hast du ja ganz viel mehr Kontaktpoints. Das heißt, es spielt viel, viel mehr eine Rolle, als wie nur einfach den Preis, also quasi nur das Geld, was du verdienst. Und du hast ein Klumpenrisiko. Das heißt, wenn du jetzt halt nur noch ganz, ganz wenige, also man sieht es ja häufig, dass wenn sich Leute super hochpreisig irgendwo spezialisieren, dass die dann nur noch wenige, ganz wenige Kunden haben oder nur noch einen großen Kunden, einen großen Konzern oder, ja, noch 5 oder 6 Kunden. Und das ist natürlich immer mit Klumpenrisiko verbunden. Also das immer hier einen gesunden Kundenmix. Der vierte Punkt, hol dir von extern, wie ich schon gesagt habe, die jeweiligen Spezialisten und immer in Kombination. Wir stellen niemanden ein, der nicht mindestens 2, 3 Disziplinen auch noch on top kann. Das heißt, jemand, der Experte ist in Facebook, der muss auch irgendwie Google Ads verstehen und LinkedIn. Ja, jemand, der LinkedIn Ads super versteht, vice versa, muss aber auch mit den anderen Leuten reden können, die jeweils in den jeweiligen sogenannten T-Shapes hier ihre Expertise haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil die dann nicht kollaborieren können, wenn die sich voneinander verstehen. Okay? Also, das waren schon mal 4, 5 Punkte und ich würde wirklich dir empfehlen, nochmal, wenn du in einem Umsatzlevel bist, wo du weniger bist wie 2, 3 Millionen, das ist ungefähr so die Grenze, 1 Million eventuell auch schon, hängt davon ab, wie deine Geschäftsmodell und Struktur ist und Margen, dann brauchst du unbedingt Vertrieb und Marketing. Alles, was du hast, musst du auf Vertrieb und Marketing setzen. Wenn du dann mal ein bisschen höher kommst, 2, 3, 4, 5, 10 Millionen, dann kannst du Controller einsetzen, Experten, HR-Experten, Coaches, intern, extern, dir reinholen, dann hast du das Geld dafür, die dann helfen, interne Teams aufzubauen. Bis dahin würde ich immer auf externe zurückgreifen, die das, was du in einem Coaching vielleicht in 3, 4 Wochen mal ein bisschen kennenlernen kannst, schon 10.000 Stunden lang gemacht haben. Die kannst du dann auch relativ schnell wieder austauschen, falls du mal die falsche Agentur abbekommen solltest. Viel, viel schneller wie Angestellte. Du kannst dir eins sicher sein. Und ich möchte hier mal betonen, mit Abstand, es gibt 95% aller Unternehmen, schaffen es nie über die 1-Millionen-Grenze in der IT. Wir reden immer von meiner Zielgruppe, ja. Und der Grund dafür ist nicht, weil sie an Neukundengewinnungen scheitern oder auf gar keinen Fall. Es gibt so viele Solopreneure, Selbstständige, Freelancer, die selbst von Recruitern leben, ja, und trotzdem 12 bis 15k im Monat machen als Solopreneur in der IT. Von meiner Zielgruppe, die IT, ist das kein Problem. Und das ist nicht das Problem, dass sie kein Geld verdienen könnten oder nicht genügend, um ihre Familie zu ernähren oder sonstiges. Sie können gut davon leben, aber wenn sie dann einen Schritt weitergehen möchten, ja, dann müssen sie in Vertrieb und Marketing investieren. Und diese Hürde zu nehmen, gilt es mit externen, weil die meisten scheitern daran, dass sie intern Teams aufbauen wollen und das ganze Thema Arbeitsrecht, AGB und wie das alles heißt, ja. Da brauchen sie so viel Ressourcen, so viel Zeit, Geld, Energie, dass sie da meistens scheitern und letztendlich die Cashflows, die sie gerade generieren und die Cashflows, die sie vielleicht angehäuft haben, nicht reichen. Natürlich ist es was anderes, wenn du jetzt halt ein Venture Capital hast und
kriegst irgendwie 10 Millionen Euro irgendwie reingeschossen und so, dann kannst du natürlich ganz andere Sachen machen. Aber wenn du quasi selbst funded bist und all meine Anfragen, all meine Kunden sind selbst funded, ja, dann hast du vielleicht am Anfang nur 2.000, 3.000 Euro im Monat übrig und musst damit wirtschaften. Ja, vielleicht 4, 5, wenn du gut bist. Wenn du wirklich Single bist, hast nicht viele Ausgaben, würde ich dir, und du willst wirklich skalieren, würde ich dir auch empfehlen, und du machst so deine 10, 12, 15k als Solopreneur, würde ich dir auch wirklich empfehlen, die Hälfte wieder zu reinvestieren. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, hey, leb nur von Aldi-Suppe oder sowas, gar keinen Fall. Das kannst du natürlich auch machen, gibt es auch viele, die sind halt dann ganz, ganz krass, weil sie es unbedingt wollen. Ja, aber du musst ja mal einfach mal sagen, entweder oder, entweder ich will über diese Hürde kommen, ja, diese 100k, 200k Grenzen, und dann muss ich diese Wege gehen. Und der einzigste Weg darauf, kann ich dir wirklich verraten, ist, indem du dir extern die jeweiligen Experten suchst. Und du kannst es dich sozusagen auch in Coachings gehen, versuchen es selber zu lernen, aber du wirst niemals die Zeit, Geld, Energie aufwenden können, dir das beizubringen, was du mit externen Experten, die das schon seit 10 Jahren machen, 10.000 Stunden lang, das gleiche Niveau. Du müsstest also selber zum Vertriebs- oder Marketing-Experten werden, was unmöglich ist, wenn du gleichzeitig IT-Experte bleiben willst. Das schließt sich gegeneinander aus. Gibt es nicht. Ich habe das so häufig erlebt von Solopreneuren, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, ein bisschen, manchmal nur sehr kurz. Es sind halt einfach noch Single-Solopreneure, ja, mit Limited Budgets. Aber dort habe ich die vielen Geschichten einfach mitbekommen, wo es immer wieder so war, dass sie über Jahre hinweg 12k gemacht haben im Monat. Ja, einfach. Und rein aus Langeweile, weil sie einfach nicht mehr immer wieder das gleiche Gehalt. Es war einfach so stinklangweilig. Sie haben gutes Geld verdient. 12, 15k im Monat teilweise. Das war einfach nur scheiße langweilig. Deswegen haben sie sich gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwie ein fettes Coaching, gib da 30k aus. Dann haben sie sich 1, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate teilweise nur auf dieses Coaching konzentriert. Haben nichts mehr gearbeitet, das war eh so stinklangweilig und wollten skalieren und dies und das und haben dann gemerkt, auch selbst wenn ich mich jetzt halt im Vertrieb und Marketing verbessere, da gibt es so viele Unterdisziplinen, so viel. Ich kann da draußen im Markt nicht mit den absoluten Top-Experten konkurrieren, selbst wenn ich selber jetzt halt meine Skills noch so sehr verbessere. Das ist einfach unmöglich. Und dann, nachdem sie 30k fürs Coaching ausgegeben haben, 2, 3 Monate nichts verdient haben, weil sie nur dieses Coaching-Programm genossen haben. Klar sind sie weitergekommen in ihren Skills, aber es hat nicht gereicht, um zu konkurrieren mit den echten Experten da draußen. Also sind sie wieder zurück zu ihrer alten Tätigkeit, wieder das Gleiche, wieder 12 bis 15k, diesmal mit etwas mehr Skills, Vertriebs- und Marketing-Know-how, das ihnen aber absolut nichts gebracht hat, weil sie es nicht anwenden konnten, weil sie ja wieder in ihrem Tagesgeschäft war, wieder 8 Stunden am Tag programmieren mussten. Und dann ist vielleicht noch Freunde, Familie und so weiter. Die allerwenigsten sind bereit, am Tag 12 Stunden toujours ständig jeden Tag zu arbeiten. Ja? Also quasi nur essen, aufs Klo gehen, schlafen und arbeiten. Ja? Und selbst dann. Das heißt, der richtige Weg ist der, dass du sagst, ich mache meinen kontinuierlichen Cashflow, ich gebe einen Teil dessen, 50% dessen, was mir übrig bleibt, spiele ich in externe Hilfe wie uns, Marketing- und Sales-Experten für die IT-Branche, spiele ich wieder da rein. Die helfen mir dann, wesentlich mehr Cashflow zu generieren. Und dann als nächsten Step kommt das Recruiting. Ja, dann kommt das sozusagen das Wippespiel zwischen mehr Kunden, dann mehr Leute einstellen, mehr Kunden, mehr Leute einstellen, mehr Kunden, mehr Leute einstellen. Das Ganze geht dann, sagen wir mal so, auf die Höhe 5, 6, 7, 8 bis maximal 10 Mitarbeiter. Und dann bist du auf einer Umsatzgrenze, solltest du auf jeden Fall sein, von 1 bis 3 Millionen Euro. Und dann kannst du anfangen, interne eigene Marketing-Teams, Sales-Teams und so weiter aufzubauen. Und dann würde ich dir auch empfehlen, du kannst dich immer natürlich weiterbilden, wie du willst. Klar, auch mit mir, ich habe auch Coaching, du kannst mit mir auch 2 Stunden Coaching buchen, ja, um dich weiterzubilden. Ich gebe auch meinen Kunden sowieso immer Tipps. Aber nur das wird dich nicht weiterbringen. Wenn du dann aber auf diesen 1 bis 2, 3 Millionen Euro Level bist, dann kannst du eigene Leute einstellen, die Vertrieb und Marketing machen und die kannst du dann in diese Coachings schicken, weil die haben ja dann auch die Zeit dafür. Das ist dann auch letztendlich deren Aufgabe, jeweils Experte in deren Bereichen zu werden. Kunden von mir, die 10, 20 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen und mehr machen, die haben bereits ihre IT-Teams, ihre Vertriebsteams, ihre Marketing-Teams mit jeweils
Experten für LinkedIn, für dies, für das, für jenes. Klar, die sind auf diesen Leveln. Klar haben die internen Leute. Logisch. Und trotzdem greifen sie noch auf Leute wie uns zusammen zurück, um noch mehr Leads zu machen, weil wir einfach noch mal mehr Power reinbringen und teilweise von außen Dinge sehen, die sie von intern nicht sehen und teilweise auch noch mal intrinsisch noch mal sehr wesentlich mehr motiviert sind. Ja? Und teilweise auch bei den Vertrieblern, den internen Vertriebs, die Teams, die du dann intern auch aufbaust, klar, nicht jeder davon hat 10.000 Stunden Vertriebserfahrung oder Marketingerfahrung, ja. Und auch dann, selbst in dem Level greifen die immer noch mal wieder auf Externe zurück. Also sind das Thema von externen Expertise reinholen, sei es jetzt das Coaching, Consulting oder insbesondere operative Unterstützung, wenn du noch ein gewisses niedrigeres Level hast. Aber auch die schon 100 Millionen machen, greifen immer wieder auf uns zurück. Sie sagen, hey, wir brauchen mehr Leads in diesem ganz speziellen Bereich, für dieses ganz spezielle SAP-Produkt, für dieses ganz spezielle Dienstleistung oder, ja.